Herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Rande der Headpoints mit einem riesen Mob hinten dran. Es ist immer noch Urlaubszeit. Ich habe mittlerweile sogar schon vergessen, welche Folge das ist, aber es wird auf jeden Fall die letzte sein, die ich vorproduziere. Das heißt, die nächste Folge, die ihr seht, ist wieder nach dem Urlaub brand- und aktuell. Wunderbar. Ich hoffe, es geht euch allen gut dann in dem Zeitraum jetzt, beziehungsweise ja. Es ging euch allen gut, keine Ahnung. So, Low-Credits-Raketen, da sind wir wieder. Und eigentlich hatte ich ja jetzt oder habe ich ja jetzt was vor. Ich überlege nur gerade, wie am besten ich das mache. Aber ich glaube, da ich ja auch im Clan schon gehört hatte, dass es mal die Frage gab, wie ich mich so schnell umrüste, zeige ich euch einfach mal, wie PG das Ganze hier umgesetzt hat. Im Gegensatz zu DO, dass man sich schneller ausrüsten kann. Also in DO gibt es natürlich auch das Feature, dass man sich schneller ausrüsten kann, als es jetzt so ist, dass man Items rüberzieht in jeden Slot und einzeln und bla und blub und bli. Na, ich mache jetzt mal kurz hier mein Häufchen weg. So gesehen meine Wave. Ist ja sonst verschwendetes Uri, was hier dann rumliegt. Die sind ja alle angegatet, alle angefragt. Zack. Ah, da kommt der nächste da drüben. Ich mache den Boss-Modon noch und das Ding lasse ich dann erstmal. So, ab zum Gate. Weil es ja dann doch immer mal so den einen oder anderen gibt, der sich dann aufregt, dass es so lange dauert, ne? Werde ich mal das jetzt gleich euch kredenzen, das Ganze. So. Als erstes logge ich mich aus dafür. Ist ja normal. Musst du ja eh machen. Dann beende ich die Upgrades, sind alle beide Level abgestiegen. 70% und da. 33 K.O. hier haben wir noch. So, als nächstes ab in die Übersicht. Leonov Schiff usen, equippen. So. Ein großer Pluspunkt ist, dass die ganze Ausrüstung hier schon mal verfügbar ist für das Schiff, ohne dass man sie rausholen müsste. So, Jump-CPU brauche ich hier in der Leo nicht. Das Tarn-CPU brauche ich auch nicht, weil so viele Slots habe ich mit dem, ich glaube, genau CO3 ist es nicht. Die beiden bleiben raus. So, erste Konfi bekommt bei mir jetzt die Schilde verpasst, die 6. Und den Hellstorm Launcher sowie die LF3 Laser. Jetzt wird es exquisit. Jetzt muss ich nämlich mal gucken. Hier sind nämlich auch im Pet. Nein, im Pet sind sie nicht. Die sind alle, das sind alles LF2. Wenn man es besser sehen würde, ja. Gerade. Das ist jetzt so das Problem. Jetzt muss ich mal gucken. Hier die geupgradeten im zweistelligen Bereich sieht man ja hier doch ganz gut. Die geupgradeten Laser. LF4 ist auch Level 16. Eigentlich alles, was eine Upgrade-Zahl hat, wird jetzt in die Drohnen und Co. eingespeist und alles, was keine Upgrade-Zahl dabei hat, am besten erstmal noch nicht. Es ist ja sowieso noch nicht alles. Ich glaube, das war's schon. Nein, hier sind noch welche. Genau. Da ist auch noch einer. So. Und den Rest drückst du jetzt einfach auf Shift, markiere ich die restlichen LF3 Laser und drücke Steuerung und da drauf und der Rest ist drin. Funktioniert im Normal DO nicht. Bei den Drohnen, da musst du dann jede Drohne einzeln nochmal anwählen. Hier kannst du alles in die Drohnen reinballern. Für mich ist es jetzt nur so, dass ich das so mache mit dem einzelnen Reinziehen, weil ich die Level 16er LF3s auf jeden Fall rein haben will und ich mehr LF3 Laser habe noch, die dadurch, dass ich auch einen Goliath ausrüsten könnte. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Die da nicht reinpassen sonst. So, zweite Konfi, gleiches Spiel mit den CPUs. Speed-Generatoren für ein bisschen Geschwindigkeit. Rocket Launcher. Launcher. So, zack. Den LF4 noch da rein. So, das ist eigentlich uninteressant, denn der schieße ich sowieso nicht. Und jetzt zeige ich euch, hier sind die Schilde. Einmal Shift und einmal aus mit STRG und fertig. So. Wenn ich die Aegis ausrüste wieder, da ballere ich ja alles rein, was ich habe. Da ist es auch so, dass es schneller geht, wenn man die Taktik mit SCAG
und rein benutzt. Zum Markieren Shift drücken und den Rest so, wie es eben gesehen wurde. 800 Raketen haben wir noch. 10.000 X3 haben wir, das passt ja perfekt. Pet ist im Schutzmodus. Wir schießen die ganze Chose jetzt mit X3. Ohne Bohr sind wir mit einem Schaden und Prometit. Bei Gornisch, bei Miss. Ich misse bloß. 11k, 12k, das ist die Speed-Konfi. Jetzt gehen wir mal in die andere Konfi. 26k, 32. Okay. Ja, Leute, dann gucken wir mal mit X3, was man da rausholen kann und der Chevron-Formation und den Raketen. Und natürlich der Kami. 34.000 Uri haben wir jetzt. Let's go. Gucken, 34.000, wie viel es am Ende der Raketenpräzision ist. Ich muss natürlich jetzt, ne, im Gegensatz zur Aegis, mich bewegen. Geht natürlich schneller. Ne? Also so ein Boss-Devo, der schmilzt ganz schnell. Wenn ich nämlich jetzt stehen bleiben würde, dadurch, dass ich 148 und 126 jeweils an Werten habe, ist halt schwierig. Würde aber auch noch gehen. So ein Leo hält auch hier nicht viel aus. Wenn da noch nichts im Skilltree so gesehen für getan wurde. Aber es geht natürlich um einiges schneller. Und trotzdem Kami benutzen. Fertig. Pet jetzt nebenbei auf Autosammler haben, weil sonst würde das eine Verschwendung sein. Ne? Hier der Pascal, der Nixie Carry, der jetzt den Clan in meiner Urlaubsabwesenheit geleitet hat. Der schießt auch immer mit der Leo seine ganzen Sibos. Ich weiß nicht, ob vielleicht mit X1 oder mit X2. Weiß ich nicht, wie er das macht. Keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall angenehm angetan jetzt hier von der ganzen Chose. Vom ganzen Schießen. Aber was nicht so angenehm ist, ist halt, dass ich jetzt eigentlich schon wieder zum Geld fliegen müsste bald. Na, könnt ihr jetzt mal SAP benutzen nebenbei. Ein bisschen Schild zurückzuholen. Also ist die Geschwindigkeit vom Schießen halt entspannt. Das andere ist halt entspanntes Rumstehen, das ist entspannteres Schießen hier, aber du musst halt alle paar Minuten zum Gate. Ne, die Aegis-Fähigkeiten in der Leo wäre ja Premium, haben wir ja nicht. Also Premium haben wir schon, aber wäre halt Premium geil, ne? Und wer viel will, ne? So wie ich jetzt, muss halt da auch löhnen für. Ich bin gespannt am Ende der Raketenpräzision, was da ist noch. Beziehungsweise ich muss mit Sicherheit X3 nachkaufen schon, dann ist halt ein effizientes Farmen mit 22 Lasern. Es werden nur 22 Schuss abgebucht jedes Mal. Das darfst du mal nicht vergessen. Und man sieht auch ein bisschen was von der Karte, ne? Man ist auch unterwegs. Zum Beispiel aus unserem Clan, der Red, der hat das auch gemacht. Hier die ganzen Viecher so auf die Art geschossen, hat mir gesagt. Er hat da auch Uri Plus mitgemacht. 100k ungefähr. Bei 100k Einsatz, also quasi das Uri verdoppelt. Ist jetzt aber, denke ich, nicht so effizient, das Verdoppeln, wie das wäre, wenn man mit X1 das Ganze macht und halt mit der Aegis im Stand. Aber das, wie gesagt, das mitteln wir jetzt gleich erstmal aus. Miss, Miss. Ist auch geil, ey. Miss, Miss. Und bis Level 19 hat ja die Leo sowieso ihren Vorteil hier mit den Raketen. Level 19 bin ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich gerade mal so gucke. Ne, Level 18.
Alles easy, über 1 Milliarde EP, ja, aber er will 18. So, 11.000 HP noch. 5 Minuten geflogen. Vielleicht mal ein ruhiges Plätzchen am Gate suchen oder halt irgendwo in der Ecke dann, wo man ein bisschen HP zurückkriegen kann. Das verleitet auch zum Tryharden, ne? So, jetzt kommt hier das Rumstehen. Mal gucken, was dazwischen stand. Jetzt bei 45k Uri. Nach 5 Minuten. Draußen kommt gerade die Post, wie sich das anhört. Wird gerade die Tür geballert. Vielleicht klingelt es gleich. Das wäre ja auch nicht schlecht. Aber ich sitze in der Aufnahme. Ich kann ja jetzt hier nicht weg. Würde ich sagen. Aber meine Frau ist ja auch da. Prost. Oh. Oh nein, mein Kaffee ist alle. Oh nein. So, jetzt geht's weiter. Ich bin mal gespannt auf die Resonanz, auf die letzten Videos jetzt, auf die Urlaubsvideos, also auf die voraufgenommenen Urlaubsvertretungsvideos. Nein, wie nennt man das? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall die hier, wie die Resonanz ist. Aktuell ist die Resonanz ja ziemlich gut. Auch hier wegen dieses Zooms, da habe ich ja jetzt in den ganzen Videos beibehalten, den Zoom. Was ihr da so seht, sagt zu. Boom. So, 5.000 haben wir verschossen, kann man 5.000 Uri abrechnen von den 10.000, die wir gemacht haben. Ja. Oder? Waren es 10k? Ne, war so ein bisschen mehr. 33 und 47. Okay. Waren sogar 14k. Also 10k Uri haben wir dann plus gemacht gerade. Wenn die X3 jetzt mal abrechnet. Das ist gut. Viel Sap habe ich denn überhaupt? 22k noch. Ja, man muss auch Galaxy Gates klicken, wenn man die Energien hat. Ne? Energien sammeln, nicht vergessen. Also ein Boss-Devo schmilzt halt, ne? Oh, da ist irgendwas explodiert und hat die Piratenkarte, yo, Piratenbox hinterlassen. Nein, den wollte ich nicht. Den wollte ich. Nun 100 Uri, Kami. Was ist da denn los? Noch. Okay. Das heißt, ich muss gleich mal X3 nachbestellen. Warning. Strahlenzone. No. BKHP. Okay. Jetzt ein Boss, der wo kommt, der macht dann BOOM! Würde. Ha! Entschuldigung. Würde dann bei der Aegis nicht so schnell passieren. Kannst hier bleiben, Kollege. Du auch. Ja, man tryhardet halt, ne?
Ja, der fliegt weg. Nein, Mann, bleibst hier. Ach so. Kommt der nächste. Stimmt, ich habe jetzt auch, sehe ich jetzt gerade auch nochmal, ich habe ja gar keine Bonusgruppe mehr, ne? Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt still war, aber ich habe gerade keine Bonusgruppe mehr. Es könnte natürlich auch wieder so ein Ding sein, ne? Muss man mal drauf achten, Bonusgruppe. 2700 Schuss dafür noch. Erstmal ganz kurz durchatmen, Leo, ganz kurz. Kommt der Zug erstmal wieder mit den Leuten, die es interessiert. 55k Uri haben wir jetzt, gut. Wenn die X3 alle ist, muss ich 10k davon abziehen. Mal sehen, ob ich die X3. Also, es bringt auf jeden Fall Uri Plus, habe ich jetzt festgestellt, ne? Und das geht schnell. Das ist eine Alternative fürs Aegis-Farmen, würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn man jetzt das als halbwegs Verschwendung mit 30k sehen könnte. Also, es ist halt erstens Promethit, ne? Ich könnte jetzt Promerium nehmen, da würde das schneller gehen, aber Promerium kostet auch. Ich glaube, 10.000 Schuss kosten 6.000 Uri auch, also. Na, das wäre jetzt, glaube ich, nicht so sinnig. Da bleibe ich lieber bei den Raketen. Solange der Leo seinen Bonus hat. Muss mal gucken hier. Ja. Hey, was? 666, ist das wahr? Die Zahl des Teufels. Nein. So, 1500 Schuss haben wir noch. Und ein Kami. Boing. Nein, der nächste. Nein, der nächste. Nein, den muss ich auch anschießen. Nein. Bumm. Nee. Reicht die Muni noch? 800 Schuss. Also hast du ungefähr einen Durchsatz von 10.000 X3 pro Raketenpräzision. Und wenn keine Raketenpräzision an ist, dann würde ich auch keine X3 schießen. Glaube ich. Das macht doch viel aus. Noch. Schaffe ich das noch mit der Muni? Nee. Da muss ich saben. Und dann hoffen, dass das reicht, wenn der gesabt ist. Im Hintergrund wird draußen ein Erdhaufen weggegraben, der da erst hingeschüttet wurde. Das ist geil, ey, diese Baustelle nebenan. Ist so genial. Nein, nee, den schaffen wir jetzt nicht noch mit der Munition, oder? Doch, schaffen wir auch. Auch wegsamen das Ganze. Mal wegklatschen, die Streuner, die sich da gesammelt haben. So. Eigentlich müsste man sich auch nur Streuner besorgen, die einem dann folgen und sich dann gezielt Boss-Devos suchen. Explizit. Wie bei der Kriso-Sache. Jawohl, 32 Schuss. Raketenpräzision nach 1 Minute. Okay, dann mitteln wir das mal aus. 33.000. Also sagen wir 34.000. Wir gehen raus mit 62.000. 34, 62 sind 28.000. Da ziehen wir 10.000 ab, sind 18.000 Uri plus. Das heißt, weniger als bei der Aegis mit dem Rumstehen.
raketenmäßig, aber auch nicht so viele Raketen geschossen, ne? Wie bei der Aegis. Weil da schießt du ja ununterbrochen und hier tust du das eben nicht. So, 10.000. Ja, Freunde, das war's. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir haben wieder mal neue Erkenntnisse gewonnen. Oder ich jedenfalls. Und ich freue mich auf ein neues Video mit euch gemeinsam. Haut rein und tschüss.